Wenn du ein neues Unternehmen gründen möchtest oder ein junges Unternehmen hast, was weniger als 3 Jahre am Markt ist, dann hast du bei der Bank ein Problem. In der Regel bekommst du bei den normalen Geschäftsbanken kein Geld, kein Fremdkapital, weil das Risiko zu groß ist. Deshalb hat die KfW, die Kreditanstalt für Wiederaufbau, ein bundesweites Programm aufgesetzt, das entweder Startgeld heißt oder auch ERP Gründerkredit. Und ich zeige dir in diesem Video, wie du dieses Darlehen, diese Fremdkapitalmittel richtig beantragst. Mein Name ist Daniel Schäfer und gemeinsam mit meinem Team an Beratern begleiten wir bei der X-Group mehrere hundert Unternehmer oder auch Gründer dabei, ihr Unternehmen einen Schritt erfolgreicher nach vorne zu bringen, und viele brauchen dabei auch Fremdkapital. Und ein Mittel der Wahl ist natürlich das KfW-Startgeld oder auch genannt der ERP-Gründerkredit. Hier gibt es einige wichtige Schritte und auch eine Reihenfolge, die wir empfehlen aufgrund der Erfahrung seit über 20 Jahren, und die werde ich dir nun mitteilen. Schauen wir uns nun zunächst die Mittelquelle ein wenig genauer an, denn die KfW, die Kreditanstalt für Wiederaufbau, nimmt tatsächlich hier Mittel auch aus dem ERP-Programm. Das ist also ein europäisches Programm, European Recovery Program, also ein Wiederaufbauprogramm, was es seit den Zeiten nach dem Zweiten Weltkrieg gibt. Und die KfW ist sozusagen bundesweiter Regionalpartner für Gesamtdeutschland der Ansprechpartner. Der Nachteil ist nur, dass die KfW zwar die Mittel aus den europäischen Fördertöpfen abruft, aber sie hat nicht in jedem Bundesland, schon gar nicht in jeder Stadt, eine Niederlassung. Das heißt, du kannst nicht direkt zur KfW gehen und den Antrag stellen. Das bedeutet, den eigentlichen Antrag auf dieses Förderprogramm stellst eben nicht du, sondern die Hausbank. Und das Besondere bei der Hausbank wiederum, die als Regionalpartner für die KfW in deiner Stadt, in deinem Bundesland fungiert, dass auch der Sachbearbeiter, mit dem du sprichst, in der Regel auch nicht direkt den Antrag stellt, sondern es gibt in der Hausbank wiederum zwei Mitarbeiter. Mit Mitarbeiter A sprichst du und Mitarbeiter B aus der Abteilung Marktfolge entscheidet. Und dort wird dann auch der Antrag bei der KfW weitergereicht oder gestellt. Dieser Antrag wird in der Regel elektronisch gestellt, also direkt in ein Eingabeformular der KfW abgebildet. Aber für dich bedeutet das an dieser Stelle, dass du schon mindestens 3 Personen überzeugen musst. Also sicherlich den Sachbearbeiter in der KfW, aber davor zunächst deinen direkten Ansprechpartner, also der Kundendienstmitarbeiter, mit dem du deinen Termin vereinbarst. Und der braucht so gute Unterlagen und Aussagen und Planungsrechnung von dir, dass der wiederum den Mitarbeiter, den internen Mitarbeiter B überzeugen kannst. Den wirst du übrigens genauso wenig sehen wie den Sachbearbeiter bei der KfW. Und aus diesem Grund, weil du die Mehrheit der Sachbearbeiter, die über deinen Antrag entscheiden, nicht persönlich treffen wirst, ist es zwingend erforderlich, dass deine Unterlagen top vorbereitet und top vollständig sind. Daher macht es Sinn, an dieser Stelle einen Unternehmensberater, einen Spezialisten, also auch das Expertenteam der X-Group hinzuzuziehen. Denn wir wissen ganz genau, worauf es ankommt, und das werde ich dir jetzt zeigen. Der erste Grund, weshalb deine Anträge abgelehnt oder gar nicht erst bearbeitet werden, ist die fehlende Vollständigkeit der Unterlagen. Was bedeutet das? Die Bank wird deine Unterlagen erst bearbeiten, wenn gemäß einer internen Checkliste die Vollständigkeit der einzureichenden Unterlagen gegeben ist. Hierzu gehören ganz unterschiedliche Sachen. Nicht nur deine Gewerbeanmeldung oder steuerliche Anmeldung, der Business- oder Finanzplan. Nein, es gibt ganz viele Dokumente, die zwingend erforderlich sind. Zum Beispiel die Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Finanzamt, dass du keine Steuerschulden hast. Oder deine letzten Jahresabschlüsse, Einkommensteuerbescheide oder andere wesentliche Informationen zum Unternehmen oder zur Beweisunterstützung deiner Aussagen im Businessplan. Diese Checkliste ist meistens länger als der Businessplan selbst. Gerade wenn du 1 oder 2 oder 3 Personen in deinem Unternehmerteam hast, dürfen mehrere ihre Lebensläufe, ihre Zeugnisse, ihre Zertifikate, der Gesellschaftsvertrag, die Geschäftsführerverträge und viele andere Punkte einreichen. Das heißt, wir von der X-Group achten darauf, dass dein Antrag, der zur Hausbank geht, 100% vollständig ist und auch richtig. Der zweite wesentliche Punkt ist, dass wir von der X-Group auch darauf achten, dass deine Fristen auch richtig gesetzt werden. Denn es macht keinen Sinn, heute einen Antrag abzugeben und du brauchst nächsten Monat das Geld oder übernächsten Monat das Geld. Das wird in der Regel bei der Bank entweder sofort abgelehnt oder gar nicht bearbeitet, weil die Fristen der Banklaufzeit mindestens jeweils pro Bank 3 bis 4 Wochen dauern.
Das bedeutet also, die Auszahlung von heute wird frühestens in 2 bis 3 Monaten möglich sein. Den dritten Punkt, den wir von der Exco ganz genau wissen, ist die Eigenkapitalquote. Ja, es steht auf der KfW Mittelstandsbank auf der Webseite geschrieben in dem Förderprogramm, Eigenkapital ist nicht erforderlich. Das gilt aber nur für die KfW selbst. Zunächst aber ist es deine Aufgabe, die Hausbank zu überzeugen. Und da die KfW nur zu 80% eine Haftung gegenüber der Hausbank gibt, ist ein Restrisiko von mindestens 20% vorhanden. Und deshalb kann die Hausbank, und das tut sie unserer Erfahrung auch meistens, eine gewisse Quote an Eigenkapitalmitteln von dir verlangen. Und diese Eigenkapitalquote ist nicht fix. Sie ist regional unterschiedlich und sie ist branchenspezifisch unterschiedlich. Und dein Erfahrungsschatz, dein Erfahrungshorizont, dein Geschäftsmodell wird natürlich auch bewertet in einem Risikorating. Und da kann es gut sein, dass dein Eigenkapital nicht nur 10, 20, sondern wie in Berlin zum Beispiel in der Branche Gastronomie bis zu 50% hochgeht. Und manche Projekte werden gar nicht gefördert, weil das Risiko zu groß ist. Und beim vierten Punkt machen die meisten Neugründer oder auch unerfahrene Berater den Fehler, nämlich den Kapitaldienst und die Kapitalkosten und etwaige Bankgebühren nicht einzubuchen. Die Bank will Geld verdienen und will von dir Zinsen haben. Und gleichsam hast du auch die Pflicht zur Tilgung, nach dem ersten oder zweiten Wirtschaftsjahr zum Beispiel. Und hier ist es essentiell, dass deine Planungsrechnung und auch die Kommentierung dann komplett diese Kosten und Gebühren und Kapitaldienste auch beinhaltet. Auf der anderen Seite, wenn du ein Bestandsunternehmen bist, kann es auch mal passieren, dass die Bank deine letzten oder die letzten 2 Jahresabschlüsse, wenn du beispielsweise 3 Jahre am Markt bist, prüfen will, um zu gucken, hättest du letztes Jahr mit deinem Unternehmen die Kapitaldienste und die Kapitalkosten tragen können. Auch das muss bewertet werden und richtig und vollständig und plausibel in deinem Antrag, also auch in der Planungsrechnung, in dem Zahlenteil und im Textteil als Kommentar abgebildet werden. Und der Hauptgrund, weshalb der Bankmitarbeiter in der Präsentation in der Hausbank bei dir absagt oder zusagt, kann auch die Unternehmerperson sein. Das gilt nicht nur bei Investoren und Startups, sondern auch bei Banken wirst du letztendlich im Gespräch dein Konzept vorstellen. Du wirst also auch einen kurzen Pitch, einen Elevator-Pitch oder ein Pitch-Deck vortragen in einer Präsentation deines Geschäftsmodells und das beeindruckt oder beunruhigt auch den Banker. Deshalb ist also hier zwingend erforderlich, dass du dich auf diese 10, 15 Minuten ordentlich vorbereitest und auf das gesamte Bankgespräch ebenfalls vorbereitet. Auch hier bieten wir von der X-Group an, nicht nur dein Pitch-Deck mit dir zu erstellen und das zu üben, zu optimieren, sondern das gesamte Bankgespräch im Assessment einmal durchzuspielen, sodass du mit Video- oder Audioaufnahme zu Hause dir das Gespräch nochmal anhören kannst, um dich zu verbessern und ausreichend gut vorzubereiten. Zusammengefasst also bedeutet die Beantragung des KfW-Startgelds oder EAP-Gründerkredits nicht nur deinen Finanzplan und Businessplan bei der KfW einzureichen, sondern den Weg über einen Regionalpartner, das kann deine aktuelle Hausbank oder auch andere sein, zu wählen. Und diese wollen allesamt überzeugt werden und das Problem ist, die Entscheidungsträger, die über deinen Antrag entscheiden, triffst du nicht persönlich. Deshalb müssen die Unterlagen absolut top, vollständig und überzeugend sein. Und das geht in der Regel nicht, wenn du das zum ersten Mal und dann auch noch alleine machst. Deshalb laden wir dich ein, unsere Checklisten, unsere erfahrenen Berater, aber auch unsere Mustervorlagen und Templates zu nutzen und vor allen Dingen auch die entsprechenden Assessment, also die Möglichkeit, dich vorzubereiten, was jeder Sportler, jeder Musiker macht, bevor er zum Konzert oder einem Event geht. Deine Aufgabe ist es also zu entscheiden, ob du auch diese Unterstützung nutzen willst, deine konzeptionelle Beratung, deine finanzielle Planung konzeptionell richtig so aufzusetzen, dass sie die Hausbank überzeugt, die KfW überzeugt und letztendlich, und das ist das eigentliche Ziel, auch erfolgreich dein Unternehmen so abbildet, dass die beantragten Mittel auch ausreichen werden, dass du davon leben kannst, sprich in den Break-Even kommst und in die Tragfähigkeit. Wenn du also eine ordentliche konzeptionelle und finanzielle Planungsrechnung aufstellen willst und ein Konzept abgeben willst, das sowohl die Hausbank als auch die KfW überzeugt und hinten raus für dich funktioniert, dann lade ich dich ein, jetzt Gebrauch zu machen von einem kostenfreien Erstgespräch. In diesem Erstgespräch werden wir grob erörtern, ob die Rahmenbedingungen erfüllt sind und ob du eventuell auch für die Aufstellung der konzeptionellen oder finanziellen Planung auch Fördermittel beantragen kannst.
Danach werden wir mit dir gemeinsam beim Starter-Workshop dann die Beratungsplanung aufstellen und letztendlich sicherstellen, dass du ein Konzept erstellst, ein finanzielles, ein strategisches Konzept, mit dem du an den Markt herantreten kannst, ausreichend finanziert bist und letztendlich damit auch Hausbank KfW überzeugst. Gerne kannst du jetzt aber auch das Video liken, den Kanal abonnieren, die Glocke drücken, dann wirst du in Zukunft weiter informiert und jetzt gleich dein kostenfreies Erstgespräch buchen. Und ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem Antrag über die Hausbank bei der KfW.